Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute von Kobi. Zitronen. 2CV Charleston, auch genannt Ente. Maßstab 1 zu 12. Die Bestellnummer 24341. 1465 Teile und ich habe bezahlt 107,95. Ich habe es über Bluebricks bezogen. Richtig, kommt noch ein bisschen Port und Verpackung zu. Tja, oben 2CV. An der Seite 2CV. Ein riesen Warnhinweis war vorne eben drauf. Nichts für Kinder unter 3 Jahre, weil kann man verschlucken, Kleinteile. Hierhin kann man sehen, das ganze Ding soll 30,5 cm lang und 13 cm breit sein. Räder kann man einschlagen, Türen öffnen, Motorhaube öffnen. Ja, was erwarte ich da drin? Baugruppen und ich erwarte eine Bauanleitung. Schauen wir doch mal. Ha, habe ich gedacht, ich kriege eine Bauanleitung. Zwei. Kobi-typisch, alles was man verbaut hat in der Stufe davor, ist leicht ausgegraut. Muss man ein bisschen aufpassen wegen den Farben. Aber was die total toll haben, eine große Tüte, ja ist gut, ist Masse Plastikmüll. Aber in einer großen Tüte mit der Nummer 1 sind alle Tüten drin der Baugruppe 1. Das macht das alles ziemlich einfach. Ja, so sieht die erste Baugruppe auf den Tellern auf. Auf, aus. Ich weiß mal nicht, ob man das da so sieht, so ziemlich in der Mitte. Kobi hat Stangen, die eine Noppe lang sind. Schauen wir mal, wo die reinkommen. Also, ich fange mal an. Na, das nenne ich mal eine Punktlandung. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Ein so ein kleines Einer-Stangenteil. Da war Kobi nett, die haben sich gedacht, falls dem Michael einer runterfällt, dann hat er einen über. Sehr interessante Bauweise. Man baut praktisch zweimal so ein halbes Ding und die werden dann so zusammengebaut. Typisch für Kobi. Klemmkraft super. Die Haptik der Steine perfekt. Und alles, was von Kobi ist, wird in Europa hergestellt. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Also, man hat was quer gebaut. Hier kommt mit Sicherheit Verkleidung dran. Das ist irgendein Sitz. Ich vermute mal, Rücksitz wird das bestimmt werden. Also wirklich, passt alles. Sitz passt, Wackel hat Luft. Stabil, nichts verzogen. Hier die Seitenteile, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Stangenlängen immer. Für alle die, die noch nie Kobi gebaut haben. Es gibt Plates 1x5. Ja, aufpassen. Hat glaube ich nur Kobi im Programm. Auf jeden Fall super, gefällt mir. Auf zur nächsten Baustufe. So, das sind die Bauteile der zweiten Baustufe. Eine Schale kommt gleich noch zu. Die will ich aber als Cliffhanger mal eben noch warten. Packe ich alles aus, fallen mir 4 einzelne Steine entgegen. Ich denke, hübs. Das ist aber selten. Kobi packt alles normalerweise super in Tüten. Ja, 4 einzelne Steine. Und zwar Prinz. Jeder Stein ist anders bedruckt. Ist das nicht klasse? Keine Aufkleber. Prinz, es geht doch. Also die Bauanleitung finde ich genial. Ich habe eben dieses Rückbankteil-Dings zusammengebaut und das muss jetzt an das andere Ding rangebaut werden. Jupp. Und damit gar keine Frage aufkommt, wie muss der denn daran, haben sie das nochmal von hinten genau gezeigt, kann man genau gucken, oh ja, anderthalb von den Löchern da muss so sein und so gehört er dahin. Ey, das ist doch super. Bauschritt 130. Hm. Völlig typisch, Kobi untypisch, habe ich das erste Mal leichte Probleme bei Kobi gehabt. Das ist dieses komische Übereck-Genüpsel-Gedünzel da. Also das sind Teile bei, die kannte ich so überhaupt noch nicht. Das finde ich aber nicht schlimm. Das finde ich klasse, wenn Kobi, die haben Teile, die gibt es anscheinend nur bei Kobi. Ihr müsst darauf achten, das Ding muss auf beiden Seiten, hier dieser kleine Nupsel, der da reinkommt, minimal rauskommen. Sonst kriegt ihr das nicht hier über Eck dahin und dann mit dem schrägen Winkel. Das war ein bisschen tricky, fand ich. Zumal, und das war wirklich total untypisch, auf der einen Seite, soll ich das Teil noch irgendwo rumliegen, einzeln? Ja, da. So sieht der Stift aus. Auf der einen Seite passte der richtig knirsch rein, so gut wie fast schon ein bisschen mit Gewalt. Und auf der anderen Seite flutschte der total locker hin und her. Das war letzten Endes ganz gut, dass der locker hin und her flutschte. So kriegte ich das da so ein bisschen besser mit dem Winkel hin. Also es geht, aber da musste ich tatsächlich mal ein bisschen rumfummeln. Also das war ein bisschen tricky. So, das ist nach der zweiten Baugruppe an Teilen über, wobei das Ding
ups, hier geblieben. Ist im Grunde genommen nicht über, weil das ist für diese kleinen Bügelperlen der Bügelperlen drauf mach Nupsel Dingsens. Das ist die Lösung von Blue Bricks. Und ich muss sagen, das Ding von Kobi, das Weiße, funktioniert um Klassen besser. Ja, so sieht sie im Moment aus. Schön die Radkästen vorne mit den Rundungen sehr schön getroffen. Auch von vorne. Naja, und die andere Seite ist im Moment identisch. Bis jetzt gefällt es mir schon mal sehr, sehr gut. Interessante Bautechniken bei. Wer noch nie Kobi gebaut hat, möge ein bisschen aufpassen. Die Teile von Kobi unterscheiden sich. Außerdem haben die manches Mal auch fast gleiche Teile, die nur eine Nuance anders sind. Aber das wird eigentlich in der Anleitung alles genau beschrieben. Einfach nur, wenn ihr das erste Mal Kobi baut, ein bisschen aufpassen. Ne, es gibt 5er Bricks, es gibt 7er, ne? So, ein kleiner Überblick über die Teile der dritten Baugruppe. Und die Räder. Und das ist, was ich eben gerade gesagt habe. Fokus, Fokus. Man hat also vorne mal so eine Palette von Steinen. Hier mit Schrägen, ne? Aufpassen, es gibt die Flachschrägen, die Schrägschrägen. Ich habe ein tolles Deutsch. Aber damit ist das recht gut zu machen. Gibt keine Probleme. So, das ist nach der dritten Baugruppe übrig geblieben. Der macht mich ein bisschen stutzig, 1x4. Normalerweise bleibt bei Kobi so eine großen Teile nicht über. Dass ein bisschen was Kleines über ist, ist gut. So, von vorne. Von der Seite keine Aufkleber. Von hinten alles Drucke, keine Aufkleber. Selbst von unten nochmal verfließt, total schick. Schwarzes Loch, Kofferraum. Von der Seite. Und einmal von unten. Schön hier, der Auspuff wird längs geführt. Das ist, glaube ich, eine Drehfeder oder irgendwie sowas. Ich kenne mich mit den Autos nicht ganz so doll aus. Ja, Lenkung hat er. Kann man drehen. Muss man mir glauben, dreht sich das oben mit. Kann ich mit einer Hand schlecht zeigen. Ja, jetzt kommt die vierte Baustufe. So, 322. Das passiert mir aber auch bei Kobi extrem selten. Ich brauche einen Stein, wo der schwarz am Rand ist. Das ist der. Und einen, der andersrum schwarz ist, dann nehme ich den. Den habe ich nämlich jetzt selber genommen. Ich habe den bei ihm schwarz angestrichen. Die haben einen auf der falschen Seite schwarz gemacht. Das habe ich so bei Kobi noch nie erlebt. So, 2 CV fertig. Das ist am Ende übrig geblieben. 3 Kleinkrams. Das insgesamt ein 1x4. Den habe ich bestimmt irgendwo vergessen. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass sowas übrig bleibt. Ein Teil, das da oben, das musste ich ein bisschen anmalen, das war falsch. Dann fangen wir mal an mit dem Gesamteindruck. Kann man schlecht sehen jetzt. Doch, sieht man. Wenn man durchs Lenkrad vorsichtig durchguckt, der Tacho, ein Print. Überhaupt alles, was ihr seht, ist ein Print. Hinten, zum Aufmachen, Print. Die Seitenansicht. Und da habe ich gleich was, was mir nicht so gut gefällt, aber ich wüsste auch nicht, wie man es anders lösen sollte. Hier sind Noppen. Das muss aber sein, weil sonst geht die Tür nicht auf. Und hier das Ganze gefällt mir auch nicht so ganz total toll, aber das muss so sein, sonst geht die Tür nicht auf. Aber, und das ist wiederum total toll, die Linie der Ente geht ja nochmal, geht leicht von hinten runter. Und das haben die hier sehr, sehr gut getroffen. Ups. Wie sollte es anders sein? Hier natürlich auch wieder, ne? Sieht nicht ganz so toll aus. Da, also kann man noch ein bisschen hochmachen. Rückspiegel tatsächlich mit dem Glas drin.
Türen lassen sich wunderbar öffnen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier hinten die Form. Kleiner Auspuff. Total toll rübergebracht. Alles wunderbar Prinz. Und die laufen schön von einer Fliese auf die andere rüber. Das war einzeln drin. Diese 4 und diese 2, 4, 5, die waren am Block. Mit einmal mit einer 1x5 und einmal mit einer 1x4. Aber diese hier war separat. Und guckt euch das mal an, wie perfekt auch hier, wie perfekt der Druck rüber geht. Fantastisch. Und natürlich auch, ups, hier auf die Motorhaube. Motorhaube aufmachbar, kleiner Motor drinne. Und das sollte natürlich nicht passieren. Den mache ich gleich wieder ran, der kriegt das mit einer Hand hin. Ja. Der hängt tatsächlich ein bisschen sehr lose dran, der eine Scheinwerfer, aber sei es drum. Gesamtfazit, also man erkennt ganz deutlich, finde ich, das ist ein 2CV. Das ist eine Ente. Ne? Und zwar die Charleston-Version, die schwarz-gelbe. Sehr schön getroffen. Mal eben den Spiegel noch wieder richtig einstellen. Perfekt. Das Dach würde auch hier ganz rüber passen. Ist ein Stoffdach. Aber ich habe mir eben so einen abgebrochen, das darauf zu frickeln. Das bleibt offen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf Michaels Welt.